Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Der EU-Wahlkampf in Österreich hat kaum gestartet. Da zeigen sich üble Seiten der Auseinandersetzung. Die Grünen müssen sich Sorgen machen um die Kampagne ihrer Spitzenkandidatin Lena Schilling nach Vorwürfen, dass die junge Aktivistin Schilling in ihrem Privatleben irgendwie unmöglich agiert hat. Die Freiheitlichen politisch provozieren mit Hassparolen gegen die EU, gegen den ukrainischen Präsidenten und Kommissionspräsidentin von der Leyen. Wie die Dynamik dieses Wahlkampfes aussieht, das beobachtet Falter-Journalistin Barbara Todt. Hallo. Hallo Raimund. Barbara Todt sitzt jetzt hier im Podcast-Studio. Barbara, sprechen wir zuerst über die Vorwürfe gegen Lena Schilling. Die hat der Standard in der letzten Woche veröffentlicht. Es ist viel diskutiert worden, aber so wirklich präsent hat man nicht mehr. Um was geht es da wirklich ganz konkret? Das ist eine gute Frage und eigentlich auch die zentrale Frage, weil es ja auch die Meinung gibt und auch der Falter hat sich quasi dieser Meinung zuerst angeschlossen, dass das, was im Standard gegen oder vorgebracht wurde von Kritikern, Kritikerinnen gegen Lena Schilling, im Grunde genommen ihren höchstpersönlichen Lebensbereich betrifft und deswegen nicht einmal berichtenswert hätte sein sollen. Nun ist diese Geschichte erschienen und damit sind auch viele, viele Dinge in der Welt. Also um was geht es konkret? Was der Standard ihr vorwirft, beziehungsweise die Leute, die dort zu Wort kommen, zusammengefasst ist, dass sie ein problematisches Verhältnis zur Wahrheit hat, dass sie im privaten und beruflichen Kontexten immer wieder getratscht hat, Gerüchte weitergetragen hat und damit, und da wird es dann, finde ich, in einem Punkt auch politisch relevant, hochrangige Journalisten auch in private wie berufliche Probleme gebracht hat. An die Öffentlichkeit gegangen ist ein Ehepaar, das in der medialen Öffentlichkeit bekannt ist, Sebastian Born-Mehner und Veronika Born-Mehner, die sagen, Lena Schilling hat ihnen unterstellt, Gewalt in der Ehe, vor der Wahlkampagne, bevor sie Kandidatin war, in einer Zeit, in der die befreundet waren. Da ist es zum Streit gekommen, der Streit ist eskaliert. Wer sind hier die handelnden Personen überhaupt? Also sie haben nicht nur sie gebeten, dann auch mit einem Vergleich sozusagen mit gerichtlich bestätigt, von ihr verlangt, dass sie unterlässt zu sagen, dass es Gewalt in der Ehe gegeben hätte bei den Born-Mehners, sondern auch wichtig, finde ich, ist die zweite Vorhaltung, nämlich, dass Lena Schilling herum erzählt hätte, dass die beiden wie eine Mafia agieren würden mit ihrer Stiftung. Und jetzt antworte ich auf deine Frage, weil das bezieht sich eben darauf. Sebastian und Veronika Born-Mehner sind im ökosozialen Spektrum in Österreich keine Unbekannten, sind eigentlich ein recht prominentes Paar. Sie sind auch medial sehr präsent. Er ist im Fellner TV jede Woche präsent. Genau, mit Gerald Groß. Also er ist der Mann fürs Grobe, wenn man so will. Also er setzt sich dort mit einem ehemaligen BZÖ-Mann hin, der bekannt dafür ist, dass er nicht ganz einfach zu nehmen ist. Und sie tritt vor allem auf als Sozial- und Arbeitsmarktexpertin, ist in vielen Privatsendern, in Talkshows zu Gast, eine sehr eloquente Person. Und die beiden haben eben unterschiedliche Erfahrungen bzw. unterschiedliche Lebensläufe in Parteien auch gehabt. Sie war bei der SPÖ engagiert, er war auch bei der SPÖ, da bei der Liste Pilz, aber sie sind offenbar beide nicht wirklich glücklich geworden im klassischen politischen System und haben dann beschlossen, vor einigen Jahren quasi ihr eigenes Ding, ihre eigene NGO zu gründen, in Form einer Stiftung, wo sie auch sehr dominant sind in dieser Stiftung. Kommun heißt die Stiftung, haben vielfältige Aktivitäten, klingt alles wunderbar, aber natürlich stehen sie in Konkurrenz zu anderen NGOs und auch zu den Parteien und das schwingt, finde ich, auch so ein bisschen mit, wenn man auf diesen Konflikt schaut. In einer solchen Auseinandersetzung, es gibt Aktivistinnen und Aktivisten, es gibt konkurrierende NGOs, dass da die einen auf die anderen schimpfen, das ist eigentlich nicht ganz ungewöhnlich. Was ist so schlimm daran, dass eine Aktivistin, die ja outspoken ist, die nicht auf den Mund gefallen ist, wie die Lena Schilling, dann halt auch austeilt, im privaten Rahmen offensichtlich, die hat ja nichts davon veröffentlicht? Das ist eine gute Frage und wir stellen sie uns und wissen aber die genaue Antwort nicht, weil sie wahrscheinlich im höchstpersönlichen Lebensbereich der handelnden Personen zu finden ist. Aber was man sagen kann, ist, dass dazu auch noch eine Freundschaft
kommt zwischen Veronika Bornwiener und Lena Schilling, die aber natürlich mittlerweile zerbrochen ist. Veronika war für Lena auch noch so eine Mentorin. Also sie hat sie lange Zeit gefördert und quasi auch als politisches Talent erkannt. Lena Schilling war auch in deren Stiftung aktiv als Stiftungsrätin. Ich vermute, dass es da mehrere Gründe gab, dass eine Freundschaft so zerbricht, dass man dann auch nicht mehr in der Lage ist, es quasi im Gespräch zu klären, persönlich, sondern tatsächlich dann mit einem paritätischen Vergleich oder, wie es jetzt offenbar bevorsteht, auch mit gerichtlichen Klagen agieren muss. Was ist der paritätische Vergleich da hier konkret? Ja, das ist ein Wort, das ich auch nicht kannte, bevor ich diese Geschichte begonnen habe zu recherchieren. Die Juristinnen und Juristen kennen das. Das ist quasi eine Erklärung, eine Art Unterlassungserklärung, wo sich zwei Streitparteien darauf einigen, auf einen Sachverhalt, wo sie zum Richter dann auch gehen, zum Bezirksgericht und sagen, wir einigen uns jetzt zum Beispiel darauf, du sagst nicht mehr diese bösen Dinge über mich. Also die Lena Schilling hat unterschrieben, sie sagt genau, nichts mehr sie Böses sagt nicht über mehr, dass die ihr seid wie eine Mafia und er haut dich. Jetzt salopp formuliert. Und normalerweise würde man in so einen Vergleich auch eine Schweigeklausel einbauen. Das ist üblich. In dem Fall haben die Bornmähners sehr darauf bestanden, dass das nicht passiert. Was natürlich im Rückblick wiederum vor allem die Grünen vermuten lässt. Ich gebe da jetzt die grüne Position wieder, dass dieser Vergleich immer schon darauf abzielte, dass man das medial auch verwertet. Das ist der Verdacht, den die Grünen jetzt haben. Die sprechen ja auch von einer Kampagne. Also die unterstellen den Bornmähners damit, dass das alles schon eine konzertierte Aktion war, um ihre Spitzenkandidatin zu schaden. Also die Unterstellung ist, dass die Lena Schilling damit hineingelegt wurde, mehr oder weniger. Wir wissen nicht, was tatsächlich wahr ist, ob es diese Vorwürfe, ob sie stimmen oder nicht. Aber das ist sozusagen die politische Tangente, die von den Grünen jetzt erzählt wird. Der Falter hat ja diese Informationen schon früher gehabt, hat dann entschieden, sie nicht zu veröffentlichen, anders als der Standard. Warum? Aus den Gründen, aus denen eigentlich alle Redaktionen bis auf den Standard sich dagegen, also gegen eine Veröffentlichung entschieden haben. Also man kann, glaube ich, nachdem es jetzt auch einige Redaktionen schon thematisiert haben, kann man eben sagen, dass dieser Vergleich, auf welchen Wegen auch immer, im Laufe des April in verschiedenen Verlagshäusern aufgeschlagen hat. Man hat sich das angeschaut, auch wir haben das getan und haben eben gesagt, das ist einfach höchst privater Persönlichkeits, ein Ding zwischen zwei ehemals Befreundeten, einem Ehepaar und einer Frau, die einfach so privat sind, dass es kein öffentliches Interesse daran gibt und man kann es auch nicht wirklich erklären, was da abläuft, ohne in diesen höchstpersönlichen Lebensbereich einzudringen. Und das ist, du weißt es am besten, anders als im angloamerikanischen Bereich, ist in Österreich der Schutz des Privaten im Medienrecht noch sehr hoch. Und nicht nur im Medienrecht, auch in der Tradition des Journalismus. Im österreichischen Journalismus sind normalerweise Gerüchte oder auch Informationen, die nicht nur Gerüchte sind, aus dem Privatleben von Politikern nicht veröffentlicht worden, wenn es nicht politisch relevant war, was in dem Fall offensichtlich gegeben war und der Standard hat da anders entschieden. Die Lena Schilling hat ja inzwischen einen Weg gefunden, mit diesen Vorwürfen umzugehen. Das war bei der Spitzenkandidaten-Diskussion auf Puls 4 auch so zu hören. Es sind ganz viele Gerüchte, die so abstrakt sind, dass ich gar nicht darauf eingehen kann und auch nicht darauf eingehen möchte. Ich finde leider einigermaßen bezeichnend, dass ich als junge Frau, die da antritt, als Spitzenkandidatin jetzt über mein Privatleben und Gerüchte und Behauptungen reden soll. Wie gesagt, zu diesem einen Fall habe ich mich verhalten und so kommen manche Gerüchte auch zustande. Und wie gesagt, dafür mein Bedauern und es tut mir leid, dass Kränkungen und Missverständnisse entstanden sind, aber ich glaube, ich trete ganz klar mit einer Botschaft an, und zwar für Klimaschutz und gegen Rechts. Auf die Vorwürfe gegen Schilling ist bisher keiner der anderen Kandidaten eingestiegen. Von FPÖ-Mann Harald Wilimski wurde sie verteidigt. Also erstens einmal stinkt diese Geschichte gewaltig. Ja? Zweitens, was jetzt wahrscheinlich überraschen wird, weil ich der Frau Schilling Recht geben möchte. Sie hat überhaupt nichts mit Politik zu tun. Der grüne Parteichef Werner Kogler hatte zu der Affäre einen deftigen Sagerauflager. Wir sind nicht hierher gekommen, um uns von irgendeinem anonymen Gemurkse oder Gefurze aufhalten zu lassen. Sicher nicht. Die Grünen machen der Spitzenkandidatin also die Mauer, was nicht wahnsinnig überraschend ist. Wie professionell war das von den Grünen, dem Augenblick, wie der Standard diesen Artikel veröffentlicht hat? Alle haben eine Pressekonferenz gegeben und gesagt, wir stehen hinter der Lena Schilling. Ist nicht eigentlich unvermeidlich, wenn man nicht den ganzen Wahlkampf abblocken will? Nein, also wir haben das in der Geschichte, die Nina Horacek und ich für die aktuelle Ausgabe aufgeschrieben haben, bewerten wir das ein bisschen anders.
Weil zum einen hatten die Grünen ja relativ lang Zeit, sich auf diesen Tag X vorzubereiten, weil sie waren ja im Vorfeld schon involviert. Man wusste, es gibt diesen paritätischen Vergleich. Die Anwältin der Grünen hat den ja mitverhandelt. Also das heißt, sie wussten, da kommt sozusagen dieser Tsunami auf uns zu. Und im Rückblick wäre es sicher klüger gewesen, nicht in voller Mannes- und Frauesstärke dort aufzutreten, weil jetzt sind natürlich ist die Parteispitze mitgehangen und mitgefangen. In dem Fall, dass Frau Schilling vielleicht den Wahlkampf nicht durchhalten wird. Und sie haben es halt auch zur Chefsache erklärt. Und das war aus unserer Sicht nicht so klug. Es hätte auch gereicht, wenn, so wie es üblich ist, eigentlich in anderen Parteien die Generalsekretärin einmal auftritt und diese Berichterstattung richtig stellt und Gerüchte zurückweist. Man hätte vielleicht auch ein bisschen transparenter umgehen können. Lena Schilling hat am Freitag dann, also wenige Tage nach dieser Pressekonferenz, auf X getwittert, dass es tatsächlich so war, dass sie halt hin und wieder was weitergetratscht hat und nicht drüber nachgedacht hat. Das tut ihr jetzt leid, das war sicher ein Fehler, sinngemäß, hat sie gesagt. Dieses Eingeständnis hätte am Dienstag sicher auch schon geholfen. Am Mittwoch in der Früh, Entschuldigung. Wie kommt die ganze Affäre wirklich in der größeren Öffentlichkeit an? Es ist ja interessant, die Kronenzeitung verteidigt die Lena Schilling, so wie der FPÖ-Kandidat, auch der Bundespräsident verteidigt, nimmt die Lena Schilling eigentlich unter seinen Schutz. Er sagt, das ist Privatsphäre und als junger Mensch tut man oft einen Blödsinn, hat er auch gemacht. Kann es sein, dass das vielleicht ein bisschen weniger belastend ist, als jetzt in der medialen Welt angenommen wird? Das kann durchaus sein. Also es kann auch sein, und das ist ja auch die Strategie der Grünen, dass es so etwas wie einen Solidarisierungseffekt mit Lena Schilling gibt. Also das, was wir vorher auch schon gehört haben, es ist typisch, eine junge Frau wird attackiert, das sei sexistisch. Also das sind Dinge, die Grünen jetzt zuletzt auch gesagt haben. Und es kann natürlich sein, dass sich viele junge Menschen oder Frauen denken, dass da ist auch was dran, oder? Warum wird die jetzt mit so einem, es ist ja eigentlich ein Charakterattentat, was da auch passiert ist. Also da geht es ja nicht um politische Vorhaltungen, sondern tatsächlich um sehr private Dinge. Also warum wird ausgerechnet sie, die einzige Frau im Wahlkampf, so angegangen? Kann durchaus funktionieren. Es kann aber natürlich auch sein, dass es in die andere Richtung losgeht und sie den Ruf, den ihr jetzt das Gratis-Magazin heute verpasst hat, sie nennt es ja die Lügen-Lena, was ich hochproblematisch finde, dass man das als Zeitung quasi so macht. Aber es kann natürlich sein, dass sich diese Version der Geschichte durchsetzt. Und nachdem es so komplex und ein bisschen verwirrend ist und keiner sich wirklich auskennt, ist es, glaube ich, völlig offen, in welche Richtung sich das Meinungsbild entwickeln wird. Du hast mögliche Gerichtsverfahren angesprochen. Was kündigt sich da an? Also es ist ja auch unsere Konklusio, dass es in dieser ganzen Causa keine Heldinnen und Helden gibt und jeder irgendeinen Fehler gemacht hat und am Ende vor allem die Anwälte beschäftigt sein werden und die Anwältinnen. Also die vorher genannten Top-Journalisten, die Opfer möglicher Gerüchte sein könnten, überlegen, ob sie Anwälte einschalten. Die Born-Mähners überlegen, ob sie weiter auch Anwälte einschalten gegen die Grünen und gegen Lena Schilling. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Es wird, glaube ich, noch schmutziger. Generell, wie lässt sich dieser EU-Wahlkampf an? Die Parteien sind angelaufen, es gibt die Wahlplakate. Ist das mehr als ein Warmlaufen für die Nationalratswahlen im Herbst angesichts der Situation in Europa, die ja extrem kompliziert ist, extrem schwierig ist? Aber denken alle in Wirklichkeit an die Nationalratswahlen im Herbst mehr als an Europa? Ja, du sagst es, leider ist es so. Österreichische EU-Wahlkämpfe sind eigentlich immer kleine Nationalratswahlkämpfe, was finde ich total schade ist, weil dadurch einfach das Bewusstsein für Europa nicht gefördert wird. Und extrem präsent ist die FPÖ mit ihren Plakaten. Auffällig, die investieren sehr viel Geld, kann man davon ausgehen. Und sie haben ja auch die radikalsten Plakate mit fast schon postfaktischen Dingen, die da draufstehen. Und ja, das ist natürlich für die FPÖ ein Frame-Setting für die Nationalratswahl. Da ist ein Ausmaß von Hass gegen die EU bei den FPÖ-Plakaten, das schockiert eigentlich. EU-Wahnsinn stoppen ist der Übertitel und man sieht von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin und den ukrainischen Präsidenten Zelensky in Umarmung, denen wird Kriegstreiberei unterstellt. Bei der Debatte der Spitzenkandidaten auf Puls 4 war Russland und die Verteidigung der Ukraine durch Europa ein großes Thema. Den Vorwurf eines Putin-freundlichen Kurses bekam der FPÖ-Vertreter unisono von der Konkurrenz zu hören. Reinhold Lopatka von der ÖVP machte den Anfang, dann Andreas Schieder und Helmut Brandstätter.
Das hört sich so an. Sie haben, und das können Sie nicht abstreiten, auf Ihrem Plakat ein Bild der Präsidentin der Europäischen Kommission mit dem Präsidenten der Ukraine. Genau. Und dann sagen Sie, Wahnsinn, Kriegstreiber. Genau, die auf Bild küssen. Auf Bild sind beide. Also für mich hat sich erschlossen, dass beide die Kriegstreiber sind. Schauen Sie sich bitte die Plakate an, wie Sie die bewerten. Und das ist der Wahnsinn, was Sie hier machen. Man kann sofort Frieden haben. Wenn Putin aufhört, diesen Krieg zu führen, haben wir Frieden. Hört die Ukraine auf, gibt es nicht mehr die Ukraine. Es ist die Partei der FPÖ, wo selbst der Herr Wilimski gemeinsam mit anderen aus seiner Partei so ein stolzes Foto am Roten Platz gemacht hat, weil sie einen Freundschaftsvertrag gemacht haben mit Herrn Putin und so weiter. Das sind aber nicht die einzigen, sondern die Fraktionskollegen vom Herrn Wilimski, die AfD in Deutschland zum Beispiel, hat ebenfalls Verbindungen. Und die FPÖ, die Freunde Putins Österreich, unterstützen ihn bei täglichen Kriegsverbrechen. Die Kriegsverbrechen, die sollen sich nur wer Unterstützung von Kriegsverbrechen, die Unterstützung von Kriegsverbrechen, weil sie sagen, der nimmt sich nur die russischen Teile. Und das heißt, er unterstützt Kriegsverbrechen. Das ist ein bisschen schwierig, wenn er mit seiner Fantasie durchgaloppiert. Erstens einmal, ich erinnere zurück an das Jahr 2017. Da war der Herr Haselsteiner der größte Förderer der NEOS, der gesagt hat, das kann jeder nachgoogeln, der mir nicht glaubt, in einem Interview mit der Presse, dass Putin in die EU hereingeholt werden soll, weil er Putin groß machen könnte. Aber was hat das mit Kriegsverbrechen zu tun? Die russisches Blut, was hat das mit Kriegsverbrechen zu tun? Nie, Sie verteidigen Kriegsverbrechen. So, danke. Ich habe auch die Geduld besessen. Ich bin im Frieden aufgewachsen und gleichzeitig hat Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine gefahren. Und Krieg, und auch da muss ich dem Herrn Anishida zustimmen, Krieg ist immer eine Katastrophe. Fakt ist, auch die Abhängigkeit von fossilem Gas spielt eine Rolle in diesem Krieg. Alle Parteien kritisieren die FPÖ als Putin-Partei, schon bemerkenswert. Aber das scheint die FPÖ nicht wahnsinnig zu stören. Das scheint den Herrn Kickl nicht zu stören. Kann sein, dass er sich da vergaloppiert, weil da bleibt schon etwas hängen, oder? Also wenn wir jetzt nochmal rauszoomen und uns anschauen, was 2019 beim letzten EU-Wahlkampf passiert ist. Im Nachhinein wurde ja dann auch bekannt, dass es massive Versuche gab, dass Russland oder aus Moskau die EU-Wahlen zu beeinflussen. Über den Türöffner der jeweils rechtspopulistischen Parteien in den einzelnen Ländern. Das Fatale ist, dass man in Österreich wahrscheinlich das nicht mal machen muss, weil die FPÖ sich von sich aus sozusagen so positioniert und das sehr bereitwillig. Und ich fürchte, das noch Fatalere ist, dass das, was Kickl hier plakatiert, trifft auf große Sorgen in der Bevölkerung, Angst vor einem Krieg. Und ich fürchte, dass das am Ende sogar gar nicht so unerfolgreich sein wird. Weil viele Leute auch den Konflikt nicht begreifen in der ganzen Komplexität. Es gibt ja in einer ganzen Reihe von Fragen doch große Unterschiede zwischen SPÖ, ÖVP, NEOS und anderen. Also was mir auffällt bei der SPÖ, wie stark die SPÖ auf Neutralität macht. Es gibt riesige geopolitische Veränderungen in Europa. Sind die an den Sozialdemokraten vorbeigegangen, dass man so tut, als wäre Neutralität etwas wie vor 10, 20, 30 Jahren, was uns besonders schützt? Ja, leider. Es hat ja auch Parteichef Andi Babler diesen Brief, den es nach Brüssel gab, wo eben Kooperation auf NATO-Ebene ein Thema war. Also da gab es einen Brief aus Wien oder von mehreren EU-Ländern, die eben noch nicht in der NATO sind, die halt kooperieren wollen. Und Österreich war da dabei. Und das hat er ja auch sofort genutzt, um irgendwie eine Neutralität und nur ja nicht in die NATO-Kampagne zu starten. Ich finde, dass die SPÖ da schon mal weiter war in ihrer außenpolitischen Diskussion. Und ich finde es auch schade, dass Andi Babler da so undifferenziert agiert. Gleichzeitig, wir kennen die Umfragen, wir wissen, dass 3/4 der Österreicher die Neutralität lieben und sie missverstehen als Garant für Österreichs Sicherheit. Das ist zwar nicht so, aber jeder Politiker, Spitzenpolitiker, der das offen ausspricht, wird halt bei Wahlen nicht erfolgreich sein. Die einzigen, die das tun, sind die NEOS und das ist ihnen hoch anzurechnen. NEOS-Spitzenmann Brandstätter engagiert sich als sehr, sehr proeuropäisch. Er hält sogar am Ziel einer europäischen Armee fest, genauso wie vor 5 Jahren seine Vorgängerin, obwohl kaum jemand in der EU wirklich dran glaubt. Kommt er damit durch in dem vergifteten Klima? Ich glaube, für die relativ kleine, spitze Zielgruppe der NEOS, da kommt das sehr wohl an. Aber es ist eben nicht breitenwirksam. Aber ich finde, es ist den NEOS hoch anzurechnen, dass sie da einfach reinen Wein einschenken. Ich hätte mir das eigentlich auch von der ÖVP erwartet in dieser Legislaturperiode, aber wir alle kennen den berühmten Satz von Herrn Nehammer, dass die Neutralitätsdebatte quasi
beendet ist, noch bevor sie überhaupt geführt wurde. Die ÖVP treibt die Flüchtlingsthemen weiter, auch im Europawahlkampf, trotz der harten Bandagen gegen die FPÖ und gegen Herbert Kickl. Klingt das manchmal gar nicht, inhaltlich gar nicht anders als das, was die FPÖ sagt, die Anti-Flüchtlings-, anti-illegale Immigration-Kampagne der ÖVP. Ist das wahrscheinlich schon auch die Linie für den Herbst? Das werden wir ein paar Monate so erleben, oder? Davon ist auszugehen, und das ist ja auch nichts Neues, das haben wir schon unter Sebastian Kurz erlebt, der ja auch die Linie verfolgt hat, der macht quasi die höflichere FPÖ. Und das ist auch das, worauf Nehammer jetzt erneut widersetzt. Er hat zwischendurch sich versucht, so ein bisschen zu positionieren als der Kanzler mit der ruhigen Hand, also ein bisschen geschichtsträchtiger auch. Aber offenbar funktioniert das am Wählermarkt nicht. Die ÖVP ist ja immer recht gut auch im Austesten ihrer Botschaften, und sie werden wohl gesehen haben, dass sie noch mehr Chancen haben, wenn sie halt auf FPÖ-Slogans aufspringen. Und die Folge ist eben, dass wir heuer in dem Wahljahr wieder eine Debatte erleben werden, wo Positionen noch weiter nach rechts verrückt werden und uns die Mitte verloren geht. Soweit aus dem Podcast-Studio des Falter zur Causa Schilling und zum EU-Wahlkampf. Vielen Dank, Barbara. Aktuelles aus Innenpolitik und Europapolitik erfahren Sie aus dem Falter. Jede Woche ein Abonnement des Falter sichert, dass Sie gut informiert sind. Alle Informationen dazu gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Clara Gotzauner-Wolf betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Danke, Clara. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.